Mahlzeit Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es wieder um dieses Rockstar Social Club Problem, was ich vor ungefähr ein Jahr hochgeladen habe. Ja, und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal einen zweiten Teil für die Leute, die das vielleicht noch nicht ganz verstanden haben, weil ich habe viele Kommentare bekommen, wo die Leute einfach reinschreiben, wie man denn einen Router zurücksetzen kann auf die Werkseinstellungen. Und ja, ich habe mir einfach gedacht, ich mache dazu ein kurzes Video und ich hoffe natürlich, dass ich euch damit helfen kann. Das Video, was ich vor ein Jahr hochgeladen habe, hat ungefähr 42.000 Aufrufe aktuell, leider nur 800 Likes. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich dir mit diesem Video helfe, dass du mir auch ein bisschen helfen kannst, indem du einfach ein Like gibst oder halt natürlich auch ein Abo. Da würde ich mich drüber freuen. Video geht los nach dem Intro. So Leute, jetzt zeige ich euch mal kurz die beiden Fehlermeldungen, um die es hier geht. Also wenn ihr eine andere Fehlermeldung habt, dann verschont mich wie gesagt mit den Kommentaren, dass das bei euch nicht funktioniert. Weil wenn ihr eine andere Fehlermeldung einfach habt, dann kann es sein, dass das nicht dieser Fehler ist und dass ihr da irgendwelche anderen Sachen vornehmen müsst, damit ihr halt wieder zocken könnt. Aber für die Leute, die die gleichen Fehlermeldungen haben, da kann es natürlich funktionieren, weil bei mir hat es auch geklappt und ich habe so viele Leute, die mir in die Kommentare geschrieben haben, bei denen es dann auch geklappt hat. Und von daher, darum geht es jetzt hier. Ich wollte einfach nur zeigen oder vielleicht nochmal versuchen, ein klein bisschen zu helfen, indem wir uns jetzt genauer darüber unterhalten, beziehungsweise ich euch erkläre, wie ihr den Router auf die Werkseinstellung zurücksetzt. Weil wir reden nicht vom Resetten oder vom Neustarten, wir reden davon, vom Zurücksetzen. Und da ist natürlich ein Unterschied. Viele haben auch geschrieben, die haben den Router neu gestartet, es funktioniert nicht. Ja, da habe ich auch nicht von gesprochen. Von daher, ich würde mich freuen, wenn ihr das Video von Anfang bis Ende guckt und wenn es dann auch bei euch klappt. So Leute, die Fehlermeldung habe ich ja gerade schon mal eingeblendet und ich hoffe, dass ihr denselben Fehler habt. Dann seid ihr jetzt auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ja, ich gehe noch mal ganz kurz so ein bisschen drauf ein, was bei mir das Problem war. Also die Fehlermeldungen, die ich gerade eingeblendet habe, die hatte ich zu dem Zeitpunkt. Ich habe mich natürlich gewundert, warum ich nicht mehr zocken kann und habe dann festgestellt, dass ich alles machen konnte, nur ich kam halt nicht bei GTA Online rein und Social Club hat nicht funktioniert. Dann habe ich mich am PC gesetzt und habe mir gedacht, komm, gehst mal auf Rockstar Social Club. Habe ich eingetippt und ja, hat nichts funktioniert. Google, YouTube, alles hat funktioniert, nur nicht der Social Club. Fand ich ein bisschen komisch, bis ich dann irgendwann ja, über mein Handy versucht habe, auf die Social Club Seite zu kommen. Hat auch erstmal nicht funktioniert. Dann ist mir eingefallen, ich kann ja mal das WLAN ausschalten und versuchen, über die mobilen Daten da reinzukommen. Hat aber echt lange gedauert, bis ich auf die Idee gekommen bin. Ja, und dann hat das auch funktioniert, komischerweise. Ne? Das heißt, irgendwas war mit meinem Internet und da wusste ich noch nicht, was ich tun soll, bis ich dann irgendwo gelesen hatte, dass ich doch mal den, ja, den Router auf die Werkseinstellung zurücksetzen müsste. Ja, und das habe ich dann gemacht und nachdem ich das auch gemacht hatte, konnte ich sofort wieder zocken, alles hat wieder funktioniert. Ich kam auch wieder bei Social Club rein und ja, das war jetzt, ich sag mal, der kleine Tipp und hätte ich am Anfang halt nicht gedacht, weil ich wirklich viel gegoogelt habe und gelesen, womit die Fehler zusammenhängen und was ich da machen müsste oder könnte. So, als erstes würde ich auf jeden Fall schon mal vorschlagen, um schon mal zu testen, ob es bei euch ähnlich ist, versucht einfach mal mit eurem Handy in den Social Club zu gehen. Vielleicht habt ihr die iFruit-App auf dem Handy und wenn nicht, dann geht ihr einfach so über Google in den Social Club. Wenn ihr da nicht reinkommt, dann sieht es bei euch auf jeden Fall so aus, wie es bei mir war. Dann würde ich sagen, WLAN ausschalten und dann nochmal versuchen. Wenn ihr über die mobilen Daten reinkommt, dann sieht es ganz schwer danach aus, dass ihr den Router zurücksetzen müsst und dass ihr dann wieder zocken könnt. So, also wie man den Router zurücksetzt, da zeige ich euch jetzt mal ganz kurz hier am PC. Ja, zuerst müsstet ihr überhaupt wissen, was für einen Router habt ihr. Habt ihr eine Fritzbox, habt ihr eine Connectbox? Das müsst ihr erstmal rausfinden. Für die, die sich da nicht so auskennen, einfach mal ein bisschen lesen auf dem Gerät selber. Das steht mit Sicherheit irgendwo drauf. Dann geht ihr natürlich ganz normal bei Google rein und zum Beispiel jetzt oder anhand des Beispiels der Fritzbox gibt ihr einfach ein ja, Fritzbox auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Dann müsst ihr mal ein bisschen googeln, dann werdet ihr mit Sicherheit fündig und hier zum Beispiel so könnte das Ganze aussehen. Hier steht es dann auch einfach beschrieben und so müsst ihr das Ganze machen. Ne? Jetzt anhand des Beispiels hier von der Fritzbox, hier steht, sie haben die Option, die Fritzbox über die Nutzeroberfläche auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Mit den folgenden Schritten kommen Sie schnell zur gewünschten Schaltfläche.
So, und dann ist das Ganze hier unten erklärt. Dann macht ihr das Ganze so und ja, danach startet die neu und befindet sich wieder im Werkszustand. Und das war's eigentlich schon. Habt ihr jetzt zum Beispiel eine Connect-Box? Eine Connect-Box für die, die es nicht wissen, die sieht halt so aus. Ne? Dieses weiße Gerät hier, das ist halt eine Connect-Box und auch da könnt ihr natürlich ganz normal bei Google eingeben, ja, Connect-Box auf die Werkseinstellung zurücksetzen und auch da gibt es Sachen, wo es beschrieben wird. Hier ist das auch ganz einfach. Ihr öffnet ganz normal im Browser diese IP-Adresse, loggt euch dann mit eurem Passwort ein und ja, dann könnt ihr das Gerät auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Hier wird sogar geschrieben, laut Hersteller kann es 5 bis 30 Minuten dauern, bis der Router wieder erreichbar ist. Also bei mir hat es, glaube ich sag mal, 5 bis 10 Minuten gedauert und dann war das Ganze schon erledigt und ich konnte sofort zocken. Ne? Also ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und wie gesagt, wenn ich jetzt euch geholfen habe, würde ich natürlich mich freuen, wenn ihr auch weiterhelfen könnt, indem ihr den Like da lasst oder auch ein Abo. Ich mache auch Livestreams. Ich bin meistens montags, mittwochs und freitags live. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich würde mich natürlich freuen. Könnt mir gerne auch einen Kommentar schreiben, wenn es bei euch geklappt hat. Wie gesagt, wenn ihr einen anderen Fehler habt, dann könnt ihr euch die Kommentare sparen. Dann wird es wahrscheinlich auch so nicht bei euch funktionieren. Nur das Video habe ich mir gedacht, mache ich jetzt einfach mal für die Leute, die einfach nicht wissen, wie kann ich denn den Router auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Weil wie ihr sehen könnt, ich habe hier einige Kommentare, wo immer wieder die gleiche Frage kam. Ne? Ansonsten drücke ich euch die Daumen. Ich bin erstmal raus, euer Kraft. Ciao.